9, 5, 8. Ich rede gerade um mein Leben. Doch, ich sehe da doch die ganze Zeit Köpfe. Ich höre was, ich höre Stimmen. Ishara in Bielefeld nochmal lieben Dank, dass wir hier sein dürfen, denn das Ishara hier ist das beste Schwimmbad weit und breit, ja, also das lasst euch mal gesagt sein. Wenn ihr noch nicht hier wart, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, es ist richtig mega cool hier, wir haben hier richtig viel Spaß und wir werden jetzt eine Runde Hide and Seek spielen. Ich bin freiwillig die Erste, die sucht. Genau, wir haben hier, gibt es ja verschiedene Bereiche, wir bleiben mal hier in dem Bereich und in den anderen gehen wir gleich erst, würde ich sagen. Ja. Ja? So. Genau, okay, ich zähle so bis 60 oder so, das reicht, okay. Ne? Bis dahin müsst ihr versteckt sein. 60? Ja. Ja, genau, ihr könnt euch filmen. Auf Wiedersehen. Okay, und ja, tschüss. Das ist ja für mich das zweite Mal, denn wir waren ja schon mal letztes Jahr und haben auch Hide and Seek gespielt. Da wurde ich noch geprankt. Das fand ich dann nicht so witzig. Ich hoffe, das passiert nicht wieder. Vielleicht bin ich ja gleich diejenige, die hier prankt. Ich bin gespannt. Ich habe gar nicht mitgezählt, um ehrlich zu sein. Dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ich glaube, ich kann jetzt, ich gehe jetzt mal los. Okay, ich fange einfach mal hier an. Und zwar nur, weil ich mich beim letzten Mal, wenn ihr das Video gesehen habt, was ihr bestimmt getan habt, habe ich mich in der gelben Rutsche versteckt. Ich finde das Versteck richtig nice und Kati hat mich überhaupt nicht gefunden. Ich habe die Runde gewonnen, weil sie mich nicht gefunden hat. Deswegen gucke ich jetzt da mal. Wenn da jetzt keiner ist, dann verstecke ich mich da gleich in der nächsten Runde, ja? Weil eigentlich müsste man in der Kurve sehen können, wenn da jemand ist, weil das ist, oder? Na, vielleicht auch nicht. Okay, ich guck mal von der anderen Seite. Also ich glaube, keiner kommt auf die Idee, weil das Versteck ist einfach fantastisch. Oh, hallo Felix. Felix hat sich bewegt, guck mal. Hallo. Ja, ich bin die ganze Zeit hier rumgelaufen, dass ich immer geguckt habe, wo du bist, aber jetzt habe ich dich von der falschen Seite erwischt. Okay, Felix, habe ich gefunden. Und weiter geht's. Wo könnte jemand sein? Gehen wir mal als nächstes zu dem Piratenschiff hier. Da könnte ich mir vorstellen, weil ich weiß ja, Eva und Felix, die mögen ja Piraten. Vielleicht möchte sich ja, vielleicht hat sich jemand hier versteckt. Anscheinend nicht, aber ich gucke trotzdem mal, man weiß ja nie. Au. Wo ist der Schatz versteckt? Nee. Unter der Rutsche ist auch keiner. Da drin auch nicht. Okay, hier ist niemand, dann gehen wir mal weiter. Ich beeile mich jetzt einfach mal ein bisschen, als wäre das hier auf Zeit. Okay, dann gehe ich einfach mal weiter. Oh, sind die jetzt echt nicht hier? Na super. Okay, weiter geht's. Vielleicht ist jemand hier hinter. Oh. Hallo, Entschuldigung, Privatsphäre. Hallo, ja, ich konnte aber noch nicht. 60 Sekunden ist schon wirklich wenig. Warte, ich habe gewonnen. Das hat er nicht gefunden. Ich schwitze richtig, Eva.
Oh, das ist ja... Eva ist richtig versteckt. Eva ist richtig gut versteckt. Okay, gefunden. Ja. Und ich habe als erstes den Felix gefunden. Ja, ich weiß das alles. Felix ist jetzt dran. Ich habe das von ihr so beobachtet. Och Mensch, guck mal. Ich habe die mal so hochgehalten und habe dann so rüber geguckt. Aber es ist echt, ich war hier erst so. Okay, das heißt, Felix darf jetzt suchen. Viel Spaß, Felix. Ich habe gehört, ich muss jetzt zählen. Viel Spaß beim Verstecken. Neun, fünf, ich renne gerade um mein Leben. Ich renne richtig. Hallo. Hola. Da hinten gibt es eine schöne Ecke, da können wir uns verstecken. Oh hey, hier geht's raus. Aber wir haben ja gesagt, wir gehen nicht raus, ne? Zehn, neun, acht. Okay. Hier sind wir sicher. Ich glaube, das kann jetzt dauern, bis Felix hier hinkommt, oder? Ja, ne? Ich hoffe schon. Ich glaube, so schnell kommt er nicht. 3, 2, 1 und es geht los. Okay, ich sehe auf den ersten Blick erstmal niemanden. Eigentlich will ich gar nicht aus dem Becken raus, weil das richtig schön warm ist, aber muss wohl. Ich glaube jetzt nicht, dass sich jemand direkt hier versteckt hat. Runter kann man auch nicht. Vielleicht hier unten in der Kiste. Das ist Unsinn. Warum rede ich so einen Unsinn? Ja, von hier kann ich sogar Felix sehen. Da hinten, der sucht noch bei dem Piratenschiff. Ich gehe mal vielleicht da, wo ich gerade oben war. Ich darf ja nicht rennen. Das macht alles noch ein bisschen langsamer. Bisher war ich auch noch überhaupt nicht in einem anderen Bereich, als ich die ganze Zeit war. Vielleicht gucke ich einfach mal da drüben. Vielleicht ist hier jemand. Ja, Eva ist es. Dachte, ich verschmelze einfach mit der Wand. Nein, ja, mit der Haarfarbe hätte es auch geklappt. Okay. Eine Person habe ich gefunden. Okay, Eva habe ich. Ich glaube nicht, dass da noch jemand ist. Also wieder in diese Richtung, hier waren wir schon, alles klar. Okay, ich sehe Felix. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon jemanden gefunden hat. Also jemanden wäre ja in dem Fall nur Eva. Aber... das weiß man nicht. Lass dann nicht mal hart chillen. In dem Ruhrbereich, auf dem Land, bietet jetzt auch nicht so viele Versteckmöglichkeiten, glaube ich. Okay, Felix nervt sich. Also jedenfalls... oh, kommt ja schon. Okay, jetzt... ich guck mal vorsichtig. Auch nicht in der Rutsche. Ich dachte gerade, ich hätte was zu sehen. Also ich weiß nicht. Oh, Felix guckt bei der Rutsche. Oh. Welche ich Geister? Ich weiß nicht. Doch, ich sehe da doch die ganze Zeit Köpfe. Jetzt tauchen die unter, als ob ich sie nicht schon entdeckt hätte. Da!
Ihr könnt auftauchen. Nein. Ich hab euch. Hallo. Hallo. Ja, mich, ne? Okay, ich hab die hat gewonnen. Yeah! Oh Gott, ich treibe hier davon. Versteckt. Es geht jetzt nämlich los mit Suchen. Okay, ich gehe erst in die Richtung, weil ich glaube, da ist keiner hin. Aber ich gehe da jetzt einfach mal suchen. Ich glaube nicht, dass die wieder da in diesem Whirlpool sind. Da waren sie ja eben. Ich gehe hier rüber, über die Brücke. Und dann gucke ich, ob sich jemand bei den Rutschen versteckt hat. Also bei den Ringen. Bei den Ringen. Eva soll mal suchen und wir chillen hier. Nein, hier findet sie uns nicht. Ah, ist das schön. Alles okay? Ich geh mal da gucken, wo ich gerade war. Weil das war vielleicht nicht das beste Versteck, aber das war sehr, sehr angenehm da. Da ist das Wasser nämlich richtig schön warm und da ist halt so was Schirmartiges drüber gespannt. Da ist einfach nochmal so richtig atmosphärisches Licht. Da hatte ich mich vorhin versteckt, aber das Wasser sieht nicht so aus, als ob hier jemand ist. Okay, dann gucken wir mal. So, was meint ihr, wie lange das dauert, bis Eva uns findet? Okay, wir suchen da hinten. Theoretisch könnte sie uns sehen, wenn sie möchte. Wir können ja richtig uns flach machen hier, du. Flach? Ja, wirklich. Ja, halt wirklich, ne? Hier ist jetzt auch niemand. Okay, da war ich eben auch. Ich gehe einfach meine ganzen alten Verstecke ab. Gucken wir doch da mal. Wir hätten jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen, ob wir den Bereich dazu nehmen, aber dann gehe ich jetzt da noch mal hin. Das ist doch komisch hier. Ich habe über eine Unternehmen. Oh nee. Ich höre was, ich höre Stimmen. Und wir sind ja eigentlich alleine hier. Runde. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben uns einen kleinen Scherz am Ende erlaubt. Aber jetzt nach dieser ganzen Anstrengung werden wir jetzt hier so ein bisschen chillen und noch hier das warme Wasser genießen. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Glocke abonnieren und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was sollt ihr in die Kommentare schreiben? Alles. Alles, was euch einfällt, schreibt das in die Kommentare. Lieben Dank nochmal an das Ishara-Team, dass wir hier sein dürfen und auch das Glück haben, das Ishara für uns alleine zu haben, so früh am Morgen. Ja, liebe Leute. Ne? Ich geselle mich jetzt hier zu der Crew, ne? Und wir chillen jetzt hier eine Runde, ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.
Halbzeit, neuen Video auf dem Spiel mit ihr Kanal und herzlich willkommen im Ishara in Bielefeld. Leute, wir sind hier wieder am Start. Vielen lieben Dank an das Ishara Bielefeld Team, dass wir hier sein dürfen. Wir haben hier das ganze Schwimmbad für uns. Und zwar haben wir jetzt eine Challenge für uns und Leute, mir graut schon davor, denn das Wasser ist sehr, sehr, sehr kalt. Ihr habt den Titel schon gelesen, richtig oder Pool. Das heißt, es wird gleich ein Quiz geben. Man wird sich hier hinstellen. Ist die Frage richtig? Hat man Glück gehabt? Ist die Frage aber falsch? Landet man dabei ganz schnell dort drinnen im kalten Wasser. Am Ende wird es vielleicht einen Sieger geben. Wer ist der Schlauste von uns? Wird sich vielleicht herausstellen? Wer ist der Nasseste? Ja, Leute, es geht jetzt los. Möchte jemand schon mal freiwillig sich hier hinstellen? Also ich lese gerne die Frage zuerst vor. Klärt ihr das mal unter euch ab? Wir machen das nicht, ne? Okay. Vielleicht muss ich ja auch gar nicht rein, aber ich muss hier bis an den Rand. Werde ich geschubst oder wie funktioniert das? Wir machen so ganz. Kann ich so rum? Nein. Nein. So funktioniert das nicht. Ja, natürlich. Das darfst du. Ich halte mir ja auch die Nase zu. Ich muss das einfach richtig antworten. Also, das Wasser ist 3,80 Meter tief. Also, Felix, bereit für Frage Nummer 1? Nein. Ich hab mir die nicht ausgedacht, das ist eine App. Also, welches Tier kann Dehydrierung des Organismus aushalten? Was? Erdmännchen? Was ist das für eine Frage? Katze oder Elefant? Welches Tier kann Dehydrierung des Organismus... Kamel? Das ist richtig. Ja! Oh Mann! Okay, Felix geht nicht ins Wasser. Okay. Ich hab voll Angst, ich will mich da gar nicht hinstellen. Ich finde gut, dass es Auswahlmöglichkeiten gibt. Ich hätte irgendwie was oder? Mit irgendeinem Fisch oder so gesagt. Oh, das ist sehr einfach, aber es ist wie es ist, wenn es hier als Frage als nächstes kommt. Eva wird auf jeden Fall trocken bleiben. Nur ich weiß ganz simple Sachen manchmal nicht. Doch, das wirst du wissen. Wer betrat, da brauche ich gar nicht die Antworten vorlesen, wer betrat als ersten Mensch den Mond? Neil Armstrong. Richtig. Ja, Mensch. Katja, möchtest du mich antworten? Nein! Nein! Ich hab so Angst. Elli, möchtest du vielleicht? Elli. Nein, ich weiß die Frage nicht. Leute, das ist jetzt schon der schlimmste Tag meines Lebens. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Steht ihr mal rückwärts zum Pool? Oh mein Gott. Das ist Viertel vor acht. Und ich, oh nein. Wer mich schubst, ne? Ich nehme das persönlich, ne? Das ist aber auch easy. Ja, okay. Es heißt nichts. Ihr habt mein IQ-Test-Video gesehen. Das ist alles nicht so gut gewesen. Okay. Welches Tier ist das schnellste Säugetier auf der Erde? Pferd, Tiger, Löwe, Gepard. Der Gepard. Ja. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich glaube, die erste Runde ist ein Warm-up. Wir müssen uns ja erstmal. Und jetzt ist. Felix wieder dran. Hä? Was für eine Katja? Sag mal. Nein, ich war schon, Elli. Ich war schon. Ich kann überhaupt nicht schwimmen. Können wir bitte vielleicht in die andere Ecke ein bisschen so, weißt du, das ist ein bisschen tief, ne? Ja, ich kann hier auch nicht schwimmen. Sollen wir. Vorbereitet. Okay, also Katja, Frage lautet, wie heißt die gefährlichste Fliege der Welt? Hirschlausfliege, Wadenstecher, Hessenfliege oder CC-Fliege? Ich habe selber überhaupt keine Ahnung. Ich kenne keine dieser... Wie soll ich das jetzt? Warte mal, welche dieser Fliegen ist mir bekannt? Ich habe noch nicht Bekanntschaft gemacht mit der gefährlichsten Fliege der Welt. Okay, warte mal, welche waren das nochmal? Ich kann lesen. Hirschlausfliege, Wadenstecher, Hessenfliege und Zetzefliege. Also ich kenne die nicht. Also mir ist keine der Fliegen bekannt. Das ist einfach nur so, weißt du, so ein Gefühl, so irgendwie nicht 50-50 Chancen, sondern halt so, ich muss halt einfach nur irgendwas auswählen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich nehme die letzte. Die komische Zetzefliege. Okay, habe ich noch nie was von gehört. Und es ist tatsächlich richtig. Wie kann man so viel Glück haben, bitte? Es ist richtig, Leute. Hier, diese Z-Zählfliege ist richtig. Ich möchte nicht das nennen. Okay. Zweitens, ich möchte da nicht reinspringen. Boah, mein Gott, ich bin next one. Jetzt brauchen wir Action hier. Es ist aber viel gruseliger, wenn man hier steht. Ja, ich finde, das Schlimmste ist der Gedanke, rückwärts zu fallen. Ja, das auch. Ja, das bockt nicht, ne? Bock nicht. Okay, also, nächste Frage. Was muss man zuerst machen, bevor man ein Haus in Japan betritt? Schuhe ausziehen, Bier trinken, Freunde umarmen oder sich vor dem Haus verbeugen? Schuhe ausziehen ist richtig. Hey! Nächste Frage. Was ist auch bei fröhlichen Winzern zu finden? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das soll. Das ist ein Wortspiel, ich kann keine Wortspiele. Egal, was ist auch bei fröhlichen Winzern zu finden? Heukammer, Flairküche, Weinkeller oder Flenstube? Was? Heukammer, Flairküche, Weinkeller oder Flenstube? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich nehme A. Heukammer.
Falsch! Falsch! Es ist falsch. Wer möchte? Wer möchte? Du. Ich? Mal ja, gucken. Genau. Felix! Felix! Hallo! Okay, ich hab ja vorher geduscht. Es ist okay. Es ist ja okay. Ich hab geduscht vorher. Okay, das ist toll. Ellie, du bist doch okay, dran, ich? Oder? Nee. Sind Pferdesportlern vergammelte Lebensmittel grundsätzlich zuwider? Dann stört auch Buddenbrook, Erlkönig, Steppenwolf oder Schimmelreiter. Der Schimmelreiter! Was? Jetzt richtig. Was? Ja. Ich war schon bereit, als ob jetzt. Ellie bereitet sich hart vor zu springen. Der Schimmelreiter, wer kennt ihn nicht? Ja. Wenn der Tennisfederer das gesamte Preisgeld einstreicht, dann gehört das soweit in Ordnung, wunderbar, ganz große Klasse oder alles Roger. Was? Wenn der Tennisfederer das gesamte Preisgeld einstreicht, dann gehört das soweit in Ordnung, wunderbar, ganz große Klasse oder alles Roger. Deine Antwort. Soweit in Ordnung, wunderbar, ganz große Klasse oder alles Roger? Alles Roger. Alles Roger ist korrekt. Oh was, mein Gott! Was ist ja eigentlich, was ist, warum ist alles schwul? Oh mein Gott, wir machen uns jetzt. Also, welches anerkannte Heilmittel wirkt bei Menschen verdauungsfördernd? Flohsam, Bienensaat, Ameisenfrucht oder Mückenkorn? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich auch nicht. Ameisenzeugs. Ameisenfrucht ist falsch, richtig. Ah! Flohsam. Das ging schnell. Es ist aber gar nicht so teilt, wie ich jetzt dachte. Was thronte 2014 zwischenzeitlich auf Platz 1 der Kinocharts? Fast and Furious, Barbie, The Lego Movie oder Diddle vs. Godzilla? Was? Der hat Diddle gesagt, was? Du hast Diddle gesagt. Falsch. Diddle ist falsch. Und tschüss, Eva. Ja, Lego-Movie war richtig. Ellie. Wobei handelt es sich um einen Gattungsbegriff, aber ich kann das nicht lesen. Wobei handelt es sich um einen Gattungsbegriff im avancierten Handelsnamen? Plexiglas, Edelstahl, Zellstoff, Streichholz. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich sage Streichholz. Und Streichholz ist bei... Das war mal eine schöne Abkühlung. Beim Kauf welches Produktes sollte man auf den sogenannten Flex-Index achten? Regenjacke, Schlafsack, Sonnenbrille oder Skischuhe? Sonnenbrille. Falsch, Skischuhe. Wie hüpfe ich hier rein? Ich kann nicht schwimmen. Darf ich? Aber wie hüpfe ich rein? Einfach rein. Ich gehe mal. Ich finde es sehr toll, dass es für mich so Aufnahmen gibt. Okay, ja, ich hab's geschafft. Yeah. Okay, wir sind jetzt wirklich nass, alle nass, ne? So, wir sind alle jetzt nass geworden, aber ganz ehrlich, diese Fragen, ja, die sind eh zu schwer. Ich hab jetzt richtig Bock auf Springen. Oh, also ich hab keinen Bock, Springen. Von da oben dürfen wir aber auch von dem Einer oder dürfen wir nur von dem Dreier? Okay. Also ich finde es eigentlich eine tolle Sache, weil ich kann einfach nur jetzt zugucken. Also ich setze mich einfach nur jetzt hier hin und gucke kurz. Okay. Go, Felix. Go. Go. Go, Felix. So sieht das bei mir auch aus, weil ich auch nur mit Nase zuspringen kann. Also ich komme überhaupt nicht rein, ich hab Angst. Ich würde sowas nie in meinem Leben machen, aber Ellie, traust dich? Du bist jetzt schon hier. Gib nur einen Weg runter, Ellie. Los! Du floss, Lava! Oh mein Gott, jetzt. Also ich komme überhaupt nicht rein, ich hab Angst. Ich würde sowas nie in meinem Leben machen, aber Ellie, traust dich? Du bist jetzt schon hier! Gib nur einen Weg runter, Ellie! Los! Du floss Lava! Nein, ich hab so. Ellie hat genau cool sein, aber ich hab wohl Zeit! Das ist aber echt ein bisschen hoch, ne? Es sieht viel, es sieht viel! Ja, es sieht viel höher aus! Ich bin auch schon mal vom Fünfer gesprungen! Wollt ihr springen doch, Ellie!
wenn du das siehst. Du weißt nicht, was du gehst, ne? Ich spring jetzt rein, Mann! So, das war's mit dem richtig oder Pool-Video. Es ist noch am Ende etwas ausgeartet. Ja. Beziehungsweise ja. Ich habe mich nicht getraut, liebe Leute. Ich habe mich nicht getraut, vom Dreier zu springen, obwohl ich schon öfter, also vielleicht einmal in meinem Leben, von Fünfer gesprungen bin. Alles gut. Alles gut. Ja, alles gut. Das kratzt jetzt an meinem Also ich werde das später natürlich, wenn die Kamera aus ist, dann springe ich natürlich noch ein paar Mal runter. Wir gehen jetzt auf so. Genau. Wir haben nur eine Kamera. Der Druck war, der Druck war zu hoch, ja. Naja. Sagen, es gab auf jeden Fall keinen klaren Gewinner, weil wir alle falsch beantwortet haben. Wir sind alle nass. Hat Spaß gemacht. Ja. Ja. War super, ne? So. Ich fand es aber gut, wie ihr vom Dreier gesprungen habt. Das sah sehr elegant aus, das fand ich sehr gut. Habe ich Respekt vor. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch denn traut, vom Dreier zu springen oder ob ihr euch auch nicht traut, so wie ich. Und ich hoffe natürlich, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich Glocke abonnieren, wie ich immer so schön sage. Ihr wisst Bescheid. Und wir bleiben jetzt noch im Ishara und es werden vielleicht wird ja noch ein Video kommen, aber nur vielleicht. Wir gehen jetzt noch ein bisschen rutschen und haben noch ein bisschen Spaß. Und liebe Leute, schaltet auf jeden Fall ein beim nächsten Mal und da sehen wir uns auch beim nächsten Mal, gell? Bye-bye! Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir-Kanal. Leute, wir sind hier im Ishara in Bielefeld. Nochmal lieben Dank an dieser Stelle, dass wir hier sein dürfen und hier exklusiv heute filmen dürfen. Mhm. Mega, wir haben gerade das ganze Ishara für uns. Ja, es ist aber auch noch ziemlich früh, 7 Uhr um genau zu sein. Und wir sind schon voll am Start und wir haben heute richtig Bock. Und zwar machen wir heute einen Wettbewerb. Ja, ihr habt den Titel schon gelesen und zwar wird es ein Schwimmbad-Olympiade. Genau, vor allem ein Olympiade. Eine Schwimmbad-Olympiade. Genau, wir haben verschiedene Kategorien. Wir verraten gar nicht. Guckt einfach das Video weiter, es wird sehr spannend. Und ich würde sagen, ich bereite mich jetzt schon mal vor, denn ich will gewinnen. Ich gehe schon mal zum Schwimmenball. Okay, so, wir beginnen jetzt mit der ersten Disziplin, die da lautet. Bahnschwimmen, genau. Wer von uns kann schneller Bahnschwimmen? Das Ding ist, ich kann nicht schwimmen, deswegen muss ich aber nur die Zeit stoppen. Genau. Du bist unsere Zeitstopperin. Wir drei treten jetzt gegeneinander an. Wir machen aber nur die Hälfte der Bahn, vielleicht sogar die Hälfte der Hälfte, weil eine ganze, das schaffen wir gar nicht. Also ich jedenfalls nicht, ne? Dafür und es geht auch schneller, ne? Genau, und ich würde sagen, es geht los. Auf geht's. Okay, ich nehme jetzt die Zeit auf und 3, 2, 1, go! Einfach 10 Sekunden. 3, 2, 1, go! Acht Sekunden. Also auf jeden Fall schon besser als Eva. Okay, next. 3, 2, 1, go! Das sieht schnell aus. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben, weil
Ich bin erst seit letzten Sommer eine okaye Schwimmerin. Vorher konnte ich nämlich auch nicht gut schwimmen. Ich hatte auch Angst. Deswegen wundert mich das jetzt. Nice! Yay! Okay! Wow, Annie! Dankeschön! Weiter geht's zur nächsten, wie nennt man das? Disziplin! Ja. Okay, also Kategorie Nummer 2. Ja. Stimmt. Genau. Jetzt wird gerutscht, liebe Leute. Eva ist schon auf dem Weg nach oben zur Rutsche. Und hier kann man sehen, wie schnell man ist. Genau, das heißt, wenn Eva gleich rutscht, wir empfangen sie natürlich beim Rutschen. Und Eva hat auch eine Kamera und das ist bestimmt ziemlich witzig. Ja. Ja, wir warten erstmal, dass Eva gleich kommt. Okay, Leute, ich bin jetzt oben. Und ich habe einen Ring mitgebracht. Nicht, dass der Ring ohne mich rutscht. Das wäre sehr schlecht. Okay. Eva ist 13 Sekunden 59. Mal schauen, ob ich das toppen kann, denn ich gehe jetzt mal als nächstes hoch. Bis gleich. Eva! So Leute, ich stehe jetzt vor der Rutsche. Ich habe so Schiss, weil man sieht nichts. Guck mal. Einfach nur pure Dunkelheit. Und ich habe so Schiss, ne? Oh mein Gott. Stimmt, ich bin ein bisschen langsamer, okay. Aber es macht mega Bock, wirklich. Wer will das nächste? Okay. Okay. Viel Spaß! Danke! So, wenn du dich jetzt verstanden, ob ich die ganze Zeit schlagen kann. Mal sehen. Und los! Hallo! Hallo! 13,82, das heißt Eva hat immer noch Rekordzeit. Okay, letzte Runde Katja. Bis jetzt ist Eva die schnellste. Mal gucken, ob Katja Eva schlagen kann. Okay, Leute, die Rutsche ist da und ich hab Angst. Bleibt in der nächsten Disziplin. Ja. So, nächste Disziplin. Wieder lautet, wer kann mehr Ringe erreichen und sich an diesen Ringen hier festhalten. Ich bin sehr gespannt, weil da braucht man ganz schön Kraft und ganz schön Muckis für. Wer möchte anfangen? Ich bin für Felix. Ja, ich bin für Felix. Ich bin für Felix. Okay, jetzt geht's ab. Wir müssen lauter reden, weil es ist ganz schön laut hier. Ein Twist. 1, 2, 3, 4. Oha! Was? Oh mein Gott! Was? Okay, Eva, let's go. Let's go! Let's go, Eva! Yes! Eva! Ah! Wie viel waren das denn? 4, 5. Also 5 muss man erstmal schaffen, ne? Let's go! 1, 2, 3! Let's go! Yes, yes, yes! Woo! Oh! 7, 8, 9, 10. What? Was? Was? Oh mein Gott! Let's go!
OMG! That girl got muscles! Ich dachte, das ist eigentlich voll schwer. Schlimmer aus als ja. Wir haben einfach alle gewonnen. Ja, wir haben alle gewonnen. Ja. Wir haben verloren. Ja, aber wir sind alles, wir wollen, ich will damit sagen, wir sind alle sehr stark. Ja? Das wir haben alle Muckis. Okay. Ja. Okay, die nächste Disziplin, die da lautet, tauchen, Luft anhalten. Wer kann länger die Luft anhalten unter Wasser? Ja, sollen wir anfangen, Katja? Ja, komm. Okay, Katja und ich. Zu zweit. Ja, genau. Okay. Genau. Oh Gott. Und Aktivieren und alles tun, was nur machbar ist. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!